Liebe Freunde, willkommen zurück. Lasst uns einen Auserwählten jagen. Volk sagt, ihr müsst jetzt eigentlich getriggert werden. Oder? Ihr solltet nicht hier sein. Ihr hättet unseren Trick niemals durchschauen sollen. Ihr steckt wohl voller Überraschungen. Und schon bald voller Löcher. Da ist er. Also gut, Männer, Sie wissen, was zu tun ist. Kämpfen oder sterben. Endlich sind Sie bereit. Ja, den kennen wir ja bereits aus diversen Missionen. Aber gehen wir es noch einmal in Ruhe durch. Stärken. MechLord kann robotische Verbündete rufen. Brutal. Angriffe reduzieren den Willen aller Soldaten innerhalb des Sichtbereichs. Immun gegen Nahkampfschaden. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Also Pitbull mit dem Katana kann dort leider nichts bewirken. Gut gedeckt. Erhöhte Verteidigung nach dem ersten Angriff jeder Runde. Schwächen. Die hat er natürlich auch. Spröde. Er leidet zusätzlichen Schaden durch Angriffe aus kurzer Distanz. Widersacher Scharmützler, also unser Mox. Er leidet zusätzlichen Schaden durch Scharmützler. Bestätigen. So. Outrider ist interessanterweise noch in den Schatten. Wir können natürlich jetzt ihre Spezialfähigkeit einsetzen. Sie hat 7 Schuss Munition. Der steht direkt vor ihr. Verbannen. Feuer auf ein Ziel, bis die Munition ausgeht oder das Ziel stirbt. Enthüllt den Schnitter. Tja, dann wird er wahrscheinlich sofort. Also hätten wir die erste Runde gegen ihn schon bestanden, dann müssen wir noch den Sarkophag zerstören. Oder ich sage aus dramaturgischer Sicht einmal, dass wir auf die Fähigkeit verzichten. Ja, Leute, wir wissen das, dass wir das haben. Aber wir machen das mal ohne die Fähigkeit. Wir haben wohl. So. Pitbull. Ja, immun gegen Nahkampfangriffe. Große Box. Der macht extra Schaden. Und dort aus nur 43%. Und Zielvorschau ist ausgegraut. Hier haben wir sie in Rot. Und. Ah. Aber hier hinten war sie auch in Gelb. Also, wenn wir vielleicht mit dem Kletterhaken da hochkämen. Hm. Kann natürlich auch dahin. Da hat er auch immer noch volle Deckung. Ja, und hier ist er in Gelb. Da ist er aber in Rot. Und ob er jetzt bei dem Feld flankiert ist, das wissen wir leider nicht. Ja, komm, wir gehen dahin. Vielleicht ist er da flankiert. Nutze den Kletterhaken. Okay, 100%. Das ist sehr gut. Und ja, Angriff. 10 bis 12 Schaden. Und er brennt, weil Mox hat die Spezialmunition dabei. Wurde soeben erhöht. Kostenloses Nachladen. Muss nachladen. Sofort. Und dann kann er halt direkt nochmal angreifen.
Okay. Ja, gut. Anscheinend funktioniert dieses Gerät so ähnlich wie der vorherige Kondensator. Ich empfehle schnellstens, den Startmechanismus zu deaktivieren, damit der Auserwählte sich nicht mehr regenerieren kann. Alles klar, Doktor. Jagen wir das Ding hoch. Wir sind einfach zu stark. Wir sind einfach zu stark. Dabei haben wir schon auf die eine Spezialfähigkeit verzichtet. bleibt mal ruhig im Schatten. Ja, dann machen das schon. Geht klar. Meine Munition wird knapp. Auf geht's. Bishop, unser Spezialist. Und los geht's! Okay, war jetzt ein bisschen verzögert. Durch den Stecher, eine Bonusaktion, hervorragend. Nur noch Outrider. Ja. Ja, gut. Schnellheilung im Gang. 20% abgeschlossen. Outrider bleibt in der Verborgenheit. Ich sehe alles. Ich bin ein Kind der Götter. Ihre Diener werden mich nicht verlassen. Da ist ein Eichhorn. Und kommt noch was? Sie kommen mit Bodentruppen. Ein Adventure-Offizier. Oder ein Elite-Soldat, glaube ich. Kein Offizier. So. Da könnten wir jetzt Pitbull einsetzen. Mit dem Sensenmann. Und vorher vielleicht eine Konfrontation mit Apex. Kommt der darüber? Ja. Das hört sich doch gut an. Einmal dahin. Aber wir können auch dahin gehen. Ja. Bin dabei. Konfrontation oder blitzschnelle Hände sogar noch. Aber ist das notwendig? Ah, damit der. Ja. Einmal da. Blitzschnell Hände. So, ein Crit. Hervorragend. Jetzt die Konfrontation. Nochmal gekrittet. Ja gut, vielleicht ist Sense mal etwas übertrieben. Ja. Brauchen wir nicht. Müssen halt, klar, hier, das dürfen wir jetzt nicht ignorieren. Aber wenn wir jetzt hier eine 100% Chance haben. Schaden 7 bis 9 reicht. Nicht sicher. Hier reicht es sicher. Dann einmal hier abfeuern. Habt ihr das gesehen? So, und dann Pitbull. Einfach so ein ganz normaler Nahkampfangriff. Reicht da. Jawohl. Elf Schaden. Ja, wir waren alle deine Zeugen.
Munition mehr. So, jetzt noch Mox. Kann ja zweimal schießen. Waffe leer geschossen. Und nochmal. Durch die Beschädigung am Kondensator wurde der Regenerationsprozess unterbrochen. Ich denke, das wäre die Gelegenheit, den Auserwählten auszuschalten. Dann wissen Sie, was zu tun ist. Schalten Sie diese Kreatur aus. Ja, ich glaube, der kommt jetzt noch einmal. Meine Wache beginnt. Sie flankieren mich! Auf die Flanken achten! Das hätte nicht passieren dürfen. Und ich habe gerade begonnen, euch zu mögen. Ihr verderbt dieser Welt aber auch alles Schöne. Ja, okay. Dann, das haben wir hier vielleicht noch einen Höhenvorteil. Wir gehen dahin. Wechsle Position. Und jetzt setzen wir die Spezialfähigkeit ein. Verbannen. Du musst gehen. Ihr könnt also schießen. Diesen Verlust wird niemand beklagen. Sehr gut. Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft, Commander. Wenn wir nur das Gesicht der Ältesten sehen könnten. Ja, wunderbar. Getötete Feinde 18 von 20. Also irgendwo waren noch zwei verborgen. Ja gut, wir haben ja auch den einen oder anderen Raum noch übersprungen. Verwundete Soldaten keiner. Getötete Soldaten keiner. Wertung makellos. Einsatzfoto machen. Ja, und da werden wir jetzt keinen besonders hervorheben. Und ja, also im Weltraum noch mal zufällig was anderes auswählen. Ui. Um Ehre Sieg und Apex Sieg so auf dem Boden. Ja, okay. Die kämpfen für uns alle. Weiter geht's. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, den die Ältesten uns bereitet haben. Trefferquote 100%? Ja, okay. Mox hat halt mit seinem Bereichsbeschuss ordentlich daneben gepfeffert, aber da war halt auch ein Treffer dabei. Also wir haben wirklich alles getroffen. Tja, wenn es da steht. Okay. Ihr Sieg über diesen unnachgiebigen Diener der Ältesten wird allen Hoffnung geben, die seinen Tod für unmöglich hielten. Ja, ganz viele müde, erschöpft. Outrider wäre sofort wieder einsatzbereit. Sie ist aber die einzige. Also die anderen. Ja. So. Codex hier. Nachtlanze des Jägers. Wow, das für Apex. Nachtkralle des Jägers. Eine besondere Pistole.
Das schauen wir uns sofort an. Jägerwaffen. Dieses Gewehr, die bevorzugte Waffe des auserwählten Jägers, war ohne Zweifel für viele Eliminierungen auf dem Feld verantwortlich. Bei unserer Forschung werden wir herausfinden, ob dies wirklich der Waffe oder doch ihrem Anwender zuzuschreiben ist. Ein ruhmreicher Kampf. Advent hat keine Chance gegen unsere vereinte Macht, Commander. Jawohl. Pitbull ist erschüttert. Die Kämpfe haben diesen Soldaten stark belastet. Er steht nicht mehr für Einsätze zur Verfügung, bis er sich an Bord der Avenger erholt hat. Ja, erhol dich ruhig. Du hast deinen Soll erstmal erfüllt, nicht nur erstmal, sondern generell. Und wir schauen uns dann Apex an. Müssen wir die Waffe dann noch bauen? Scheint so zu sein. Okay, dann ab in die Technikabteilung. Oder sogar erforschen noch. Wie war das nochmal? Also so direkt bauen? Offensichtlich nicht. Testbereich? Wenn ich hier dann in der Forschungsabteilung... Okay, Forschungsabteilung. Unsere Arbeiten schreiten wie erwartet voran, Commander. Archon-König-Autopsie für den speziellen Anzug. Ja, gut. Also. Das ist, denke ich mal, eine klare Geschichte. Die Jägerwaffen fertig in 6 Tagen. Ah, die sind mir dann doch lieber als der Anzug, auch wenn der Anzug wahrscheinlich recht cool ist. Ich kann mich da nicht mehr hundertprozentig dran erinnern. Also Jägerwaffen, ja. Ich verstehe, warum Sie unsere Forschungen umlenken wollen, Commander. Wir arbeiten unverzüglich am neuen Projekt. Ja, unsere eigentlichen Aufgaben wären halt in der Schattenkammer. Wir haben hier einen leeren Raum. Was? Dann bauen wir noch das Labor. Hätten wir halt schon jetzt früher machen können. Aber das ist mir entgangen, dass wir da... Ah. Okay. Also, bauen wir das Labor. Bau des Labors eingeleitet. Ich glaube, von euch war eine Rückmeldung gewesen, Labor ganz am Anfang bauen, also in einer der ersten Folgen. Und ich habe gesagt, nee, für mich ist erstmal die Guerilla-Taktik-Schule ganz wichtig. Ja, also hat sich dann eins zum anderen mehr gegeben, aber jetzt bauen wir das Labor. Überwucherter Kontrollpunkt, Vorräte, Dauer 7 Tage. Ja, wir können hier auch in Südamerika noch Kontakte herstellen. Oder wir sammeln hier etwas ein. Informationen, Vorräte. Ja, Scharmützler-Co. Wir haben noch 4 Kontakte frei. In Asien haben wir alles. In Europa mentale Stärke. Jeglicher Kampfwahnsinn. Panik, Besessenheit, Berserker, gebrochen. Hält nur eine Runde lang an. Okay, das wäre doch ganz interessant. Hier haben wir Sprengtrupp. Experimentelle Granaten und schwere Waffenprojekte werden im Testbereich sofort abgeschlossen. Ja, wir haben ja jetzt schon sehr viele... Granaten und schwere Waffen dabei. Also das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also von mir aus Westeuropa. Dann gehen wir dahin. Oh, Widerstandsnetzwerk.
Der Kontakt mit neuen Regionen wird sofort hergestellt. Da müssten wir nur noch ein Relay bauen. Das sieht für mich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig aus. Also haben wir die Relays jetzt hier noch nicht gebaut? Oder ist eins? Die Zeit vergeht übrigens. Wir haben doch das Relay schon gebaut. Zweimal. Fing jetzt nochmal hin. 200 Vorräte. Okay. Also das sieht doch genauso aus wie hier eigentlich, oder? Nee, das sieht doch mal anders aus. Okay, da haben wir das Relay gebaut. Okay. Gut, also Vorräte wären nicht verkehrt. Wir fliegen zum Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir haben mit Sicherheit extrem viel zum Verkaufen. Und dann bauen wir da noch zwei Relays. Der Markt ist offen. Oder einfach Infos ausgeben für 152 Vorräte. Ein Grenadier können wir uns auch holen. Schauen wir mal an, was wir verkaufen können. Advent-Soldat-Leiche. Hol ich mal runter auf 5. Offiziere auf 5 runter. Hier auch auf 5. Kassaliden. Runter auf 5. Advent-Geschütz-Wrack. Verkaufen. Oh, da haben wir nur eins von. Ah, okay. Normaler Schaft, den verkaufen wir. Normaler Stecher wird verkauft. Nur ins Vorräte. Schädigen. Ja gut, für ein Relay reicht das, aber nicht für zwei. Dann kaufen wir uns die 152 auch noch. Ja. Ja. Okay, und dann fliegen wir rüber. Ach, ein Relay haben wir in Westamerika, okay. Ja, dann, dass wir hier schon nach Westeuropa kommen. Ostamerika, Relay bauen. Zack, 200 Vorräte. Setze Kurs installieren. Auf die östliche USA. Oh, ein Guerilla-Einsatz. Ziel überprüfen. Sehr schwere Mission. Zerstöre das Alien-Relay. 250 Vorräte. Behindert düsteres Ereignis. Erhöht alle Informationskosten um 100%. Chirurgisch. Die Truppgröße ist bei diesem Einsatz auf 3 Soldaten begrenzt. Haben wir das hier auch? Nein. Hier würden wir einen Ranger bekommen. Als Colonel. Sehr schwer. Hacke die Workstation im Advent-Zug.
Ja, müssen wir irgendwie schaffen. Aber was würden wir hier verhindern? Advent Betäubungslanzenträger haben eine Chance, sich nach einem Nahkampfangriff zu bewegen. Meistens kommen die ja gar nicht in den Nahkampf. Zerstöre das Alien Relay. Ja, das wäre halt mal so wieder so eine Spezialmission. Aber unsere Soldaten sind halt, die Besten sind halt alle müde jetzt, erschöpft. Ja, komm, wir machen das hier. Hacke die Workstation im Advent-Zug. Dann kriegen wir halt den Ranger. Bestätigen. Jawohl. Setze Kurs auf Indien. Dann lassen wir uns gleich überraschen, wie der Zustand unserer Soldaten ist. Bin mir da nicht sicher. Outrider wird uns als nicht müde angezeigt. Das ist super. Ja, auf den ersten Blick. Kein Problem. Kein Problem. Wir werfen nochmal alle raus. Und dann haben wir die Möglichkeit, Outrider mitzunehmen. Wenn wir Outrider nicht mitnehmen würden, nehmen wir erstmal 4 von jedem Standardtypen. Und Hurricane mit Jens Lambert. Oh, der ist noch verwundet 3 Tage. Okay. Overdrive. Zusammen mit Samurai. Das machen wir auf jeden Fall. So. Also, haben wir schon mal einen Spezialisten und einen Ranger. Grenadiere. Dann nehmen wir auf jeden Fall Tickle. Weil Hurricane hat ja, da bringt die Gemeinschaft, die Kameradschaft ja eh nichts gerade. Und wir haben jetzt noch keinen Scharfschützen. Das mag ich natürlich gar nicht. Aber wir hätten Jekyll. Haupan. Und dann hätten wir Smokey. Der Kameradschaft. Da würden wir natürlich auf einiges an Leveln verzichten. Wir könnten auch Jammer mitnehmen. Colonel, Spezialist. Also entweder die eine Kameradschaft, Grenadier Scharfschütze. Oder halt noch einen Spezialisten mehr. Wir schauen uns mal Jekyll an. Als Lieutenant, was der für Fähigkeiten hat. Und davon machen wir das dann abhängig. Ah, er hat blitzschnelle Hände. Aber er hat noch nicht mal Konfrontation. Hm. Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so viel überzeugt von. Moment, was habe ich jetzt falsch gemacht? Artikel einfach als Grenadier mitgenommen, ohne Kameradschaft, okay.
Also können wir noch 3 Soldaten mitnehmen. Also könnten ruhig, ja. Ja komm, dann haben wir ja hier die Kombination. Wir haben Scharfschützen dabei. Wir haben bereits 2 Grenadiere. Outrider. Ja, okay. Outrider passt auf die Nachwuchskräfte auf. Dann einmal alles freigeben. Also machen wir jetzt in der Folge, machen wir noch die Aufstellung und dann beim nächsten Mal legen wir los. So. Spezialist. Oder erstmal Grenadier. Pickel. Exo-Anzug. Du bekommst hier überragende Zielveränderung und überragender Schaft. Und Schredderkanone. Bei den Granaten bekommst du das, was beim letzten Mal Tamper dabei hatte. Und die Frostbombe einmal. Das sieht gut aus. Okay. Nächster Grenadier. Nächster Exo-Anzug. Überragende Schaft und Zielfernrohr. Und Schredderkanone. Und du bekommst Granaten. Eine normale Plasmagranate und hier dann die Säurebombe. Die kannst du zweimal ausrüsten, zweimal werfen. Das hört sich ja schon sehr gut an. So, unser Scharfschütze bekommt den Schlangenanzug. Das sehr gute Gauss-Gewehr. Den Energieschattenhüter. Ah, ist besser als die Strahlenpistole. Und ob der eine Plasmagranate bekommt, sehen wir dann noch. So, dann haben wir Samurai. Der bekommt den Rage-Anzug. Arashi. Und Katana. Raketenwerfer ist gut. Und hier dann noch bei Overdrive, bei unserer Spezialistin. Spinnenanzug hatte sie schon an, okay. Disruptor-Gewehr. Nano-Medikit natürlich. So, dann für Jekyll. Die Suchgeschosse. Und Medikit. Also defensiv haben wir das Imitationsgerät, Ostbomben und Nano-Medikit. Wir haben ganz viele Granaten. Dreimal schwere Waffen. Das sieht doch schon gut aus. Wir haben halt keine Aufklärungssonde. Brauchen wir so viele Granaten? Nur mal. Achso, Höllengewebe vergessen. Okay.
Ja, mit Auswahl, da haben wir Aufklärung. Brauchen wir die Sonne eigentlich nicht. Hacke die Workstation im Advent-Zug. Ja, okay. Machen wir so. Gehen wir so an. Ja, der Samurai, der kann sich ja auch in die Schatten begeben nochmal. Extra. Outrider auch. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Operation Geisterhafter Drache. Advent hat mobile Überwachungsteams auf einem ihrer Züge in dieser Region eingesetzt. Und wir haben ein ungeschütztes Terminal in der Nähe gefunden, das mit ihrem Netzwerk verbunden ist. Die Daten, die wir uns holen wollen, sind entscheidend für die jüngste Operation der Aliens. Und das ist unsere Chance, ihren Fortschritt zu verlangsamen. Wir müssen das Gebiet sichern, alle Feinde ausschalten und die Kontrolle über den Zugangspunkt erlangen. Menace 154 Avenger, der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Ja gut, einmal kurz orientieren. Das ist echt nicht weit. Krass. Ja, hinter uns wird kein Gegnerschoss-Squad sein. Ich habe jetzt nicht auf die Schattenkammer geachtet, leider. Ich glaube 11 Gegner. Kann man sich ja noch in meinem Video anschauen. Ja. Okay, alles klar. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bye bye.